Moin zusammen, weiter geht's mit Hi-Rez City. Spiel gespeichert. Ja, Holz und Papier wird jetzt ordentlich nachgeholt. Stufe 3 schaffen wir da sogar später. Ja, Gemüse ist so ein bisschen rückläufig. 2400 ist, glaube ich, das Lager voll. Brote erholen sich, Korn haben wir genug. Und ja, Mehl haben wir auch. Oh, zwei Papierfabriken. Belohnung 220.000. Tatsächlich machen wir das. Gerade. Ah, diese Straße ist ein bisschen zu kurz. Gerade. So, zack. Zack. Guti. Ups, nein, stopp, nochmal rein da, zack, zack. So, Papierfabrik, ne? Yes. Okay. Und noch eine Papierfabrik. Da oder ja. Ups, Planungsbüro. Ist da auf jeden Fall alles drin, da muss ich auch nicht gucken. Cool, da haben wir das fertig. Lieferung, 12,3 Millionen. Verbessert Gebäudestufe, kleine Stahlschmelze. Oh, yes. Es sind neue Gebäude verfügbar. Katsching. So, verbessern. Ja, klasse. Danke nochmal für den Tipp hier mit der Pipette zum Verbessern. Echt hilfreich. Eins, zwei, drei. Ja, Papier ist tatsächlich gerade so ein bisschen am Verbessern und am Kommen. 93%. Auch fertig. Zack, 220.000. Task, 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 Missionsname, abbrechen. Geht nicht. Also ein bisschen buggy das Spiel, ne? Aber welches Spiel ist heutzutage schon noch fertig, wenn es auf den Markt kommt? 5 Millionen haben wir, Einnahmen von 738.000, also mit dem Handeln, das läuft. Ich würde auch mal sagen, wir gehen mal hoch auf 600. Einfach nur um abzuklopfen, ob da dann die Produktion noch hinterherkommt oder eher nicht so. Ja, okay, Lehm, ne? Ups, wo ist Finger? So, Strom schon wieder alle. Weil Strom auch alle ist oder weil der Überschuss verkauft wurde, wir deshalb nichts mehr haben. Auch immer so eine Frage, ne? 238%, hier ist gewaltig viel Hopfen unterwegs. Gut, die beiden kleinen Müllabfuhren haben auch echt viel zu tun. Ja, Möbel direkt auf 600 hoch. Bretter, Lehm, Ziegel. Kohle und Erz steigt. Warum ist mein Stahl alle? Ich hatte 100 Tonnen. Was habe ich denn gebaut? Das ist... Ah, das ist so ärgerlich. Irgendwo habe ich doch irgendeinen Zementbeton. Stahlfabrik. Monate. Was habe ich denn hier gemacht, dass der Stahl auf einmal weg ist? Stahlfabriken wahrscheinlich ausgebaut habe, ne? Das könnte sein. Keine Müllabfuhr in Reichweite. Okay, hier hinten müssen wir noch mal eine bauen.
Regionale Müllabfuhr. So, ich wollte hier später nochmal ein großes Recycling-Center haben. Ist dort, von der Kreuzung an. Das wollte ich da gerne tatsächlich hin haben. Spiel gespeichert. Ja, ich glaube, das ist Mindestabstand zur nächsten Kreuzung. Wow. Okay, nochmal schauen. Versorgung. Großes Recycling Center. Ob ich es drehe oder nicht, das ist eigentlich egal. Regionale städtische Müllabfuhr. Gucke mal. Die können wir hier auch hinsetzen. Aber drehen. Nee, nicht drehen. Ja, städtische Müllabfuhr. So, mal das Lager wegmachen. Gerade. Die Straße hier kommt weg und da machen wir eine größere Deponie hin. Ist da ein Knick in der Linse oder? Das stimmt ja nicht. Ah, verdammt. Ja, tatsächlich, so ein kleiner Knick ist da drin. Das möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Ah, das ist nicht hübsch. Kriege die Straße da gerade nicht gerade hin. So, aber okay, die muss einmal kurz, einfach nur damit sie weg ist, damit wir die Straße gerade ziehen können, ohne irgend so einen doofen Knick da drin. Jetzt mal bis hier. Das ist doch schon wieder schief hier die Straße, oder bin ich doof? Ah, das wollen wir noch mal hübsch machen hier, Entsorgungszone. Ja, das Raster weicht hier tatsächlich so ein ganz bisschen ab. So. Nochmal weg die Straße. Grad-Winkel. Mit 90 Grad-Winkel wird es ja wohl stimmen. Oh, guck mal hier, ne? Tatsächlich so ein bisschen. So, jetzt 90 Grad-Winkel. So lassen wir das jetzt. So, sehr schön. Gut, Strom alle. Zwei Gebäude für 5000 Strom. Alter, wo habe ich denn was für Stromfresser? Gaskraftwerk. Bieten durchschnittlich gute Möglichkeit, große Menge Strom zu produzieren. Die Umweltverschmutzung ist zwar hoch, steht jedoch in adäquatem Verhältnis zum Nutzen.
Biogasanlage, hat aber allerdings auch eine ganze Menge an Ekelstinki. Eine Biogasanlage. Könnte man hier oben nochmal irgendwie ransetzen, ne? Irgendwo am Stadtrand, wo eh keiner langkommt. Können wir tatsächlich nochmal eine Biogasanlage ransetzen. Ja, hier im Wohngebiet natürlich nach Möglichkeit nicht. Ja, zack. Spiel gespeichert. Biogasanlage Förster, na, wie passend der Name. Okay, Spiel ist gespeichert. Wie sieht's jetzt aus mit... Okay, Gemüse geht runter. Mehlbrot hoch. Hopfen hoch. Bier, Rinder, Fleisch, Holz, Möbel, Spielzeug, Shirts. Ja, guck mal, jetzt läuft's doch mit dem Papier. Und die hier läuft noch gar nicht, weil wir keinen Saft haben. So, und bei der Biogasanlage kommt auch Feuerwehr mit hin. Nach Wasser müssen wir. Ja, guck mal, Bingo. Altes Problem. Wasseranschluss vergessen. Und dann mal gucken, ob der Saft überhaupt im Versorgungsnetz ankommt hier. Ja, sieht ganz danach aus. Okay. Jetzt hätte ich vielleicht nochmal ein Umspannwerk in der Nähe bauen müssen. Spielzeug geht zurück. Spielzeug können wir subventionieren so ein bisschen. Wo ist mein Rathaus? Da. Subvention. So, Möbel machen wir mal auf 10%. Na. 10 habe ich gesagt. So. Spielzeug kann man hier vorne nicht. Ja, guck mal, kann man auch. Spielzeug möchte ich auf 20 direkt haben. Backwaren. Dann nehmen wir mal die Subventionierung. Bisschen raus. Okay, so. Stahl. Wie viel Stahl haben wir jetzt? 76 Tonnen. Ja, das kommt. Papierfabrik läuft. Lieferung 1758 Ziegel. 1758. Das könnte was werden auf konventionellen Weg. Lehm produzieren wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Wir verkaufen natürlich den Überschuss. Aber wenn ich jetzt sage, ich baue noch mal zwei Ziegelfabriken hier. Ah, bin mir mit dem Platz gerade nicht sicher, wo ich das haben möchte, wenn überhaupt. So, Lehm hatten wir hier, ne? Ja, 100%. Da müssen echt nochmal zwei Lehmdinger rein. Kohle. Kalkstein. Und schon wieder sind die Büros alle. Buchdruck. Farbe, ja, macht Bücher, ne? Guck mal hier. Sowas können wir hier auch reinsetzen.
noch mehr Bücher. Spezialgebäude, Finanzamt, erhöht Steuereinnahmen. Hält alle Gebäude im Umkreis in Stand und senkt dadurch die Grundkosten all dieser Gebäude. Gebäudesanierung ist sehr nützlich bei dicht besiedelten urbanen Gebieten. Ja, guck mal, 12.000. 12.000. Gebäudesanierung. Wie die daran setzen. Haben alle was davon, ne? Ja, machen wir. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert, sehr schick. Betonziegel. Ah, ich hätte den Pinsel auch größer machen können. So, Büros. Wow, was wird das denn? Bürokomplex Zoller. Das Ding wird klotzig. Aber damit müsste ich dann auf jeden Fall, was Büros angeht, erstmal Ruhe wieder haben. Dann brauchen sie Wohnung, ne? Wenig Leute, die daran arbeiten. Ja. Ach, jetzt habe ich mir das mit den Ziegeln verbaut, ne? Na Mensch, ganz clever. Kann man natürlich auch einkaufen. Zementbetonwerk brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Stahl 157, 160 Tonnen, super. Stahlbetonmanufaktur, die lassen wir wieder anlaufen. Dauert sowieso noch mit dem Raumhafen. Sehr gut, 11 Millionen und wir könnten Wohnungen wieder ganz viel gebrauchen. Die Büros sind nicht besetzt. Nee. So, ja. So, Gesundheitsvorsorge, Bildung ist hier hinten nicht mehr. Ist irgendwie doof. Kleine Gesundheitspraxis. Was machen wir hier zwischen? Die Arztpraxis. Freizeitangebot haben die irgendwie auch nichts. Noch ein Kino, kleiner Park.
Okay, super. Gut. Kriegen wir hinten noch eine Wohnung ran, außen irgendwie, ja, ne? Hier könnte man tatsächlich Stadtrand noch mal so einen Streifen durchziehen. Das Spiel ist gespeichert. So, Wasseranschluss. Die sind ja zum Glück ganz, ganz einfach, was die Bedürfnisse angeht. Jetzt. Natürlich haben die Wasseranschluss. Warte mal, habe ich doch gerade erst gesetzt. Bisschen langsamer. Hä? Bin noch mit der Leitung hochgegangen. Und dann darüber. Und von hier aus hoch und wieder runter. Ja, doch, die haben jetzt Wasser. So, noch mehr Häuser, noch mehr Wohnungen. Dann da, das Dörfchen wächst hier hinten. Arbeitslose. So, und selbiges können wir hier hinten eigentlich auch noch mal weiterbauen. Ist die Frage, kleine Häuschen oder hier eher sowas? Ich denke schon, wir machen hier so eine Häuser noch mal ran. So, wie viel Stahl haben wir? Holz geht jetzt aber ganz gewaltig runter durch die ganzen Baumaßnahmen. Papier haben wir schon. Krass Überschuss bald. Subvention, Papier. Falls ich es drin hatte, kann ich es auf jeden Fall rausnehmen. Eisen. Eisen ist rückläufig. Stahl. 244 Tonnen. Ah, sehr, sehr gut. Für Textilien können wir ein bisschen reduzieren. Möbel. Müll. Okay, Eisenstahl, Textilien, Möbel, Backwaren. Können wir komplett raus. Hier lasse ich natürlich gerne Spielzeug. Ah, bringt ein bisschen was. Papier hier, Bingo. Zack, 20.000 raus damit. Stattdessen können wir dann eher jetzt mittlerweile nochmal einen Buchdruck bauen, eine Druckerei. Oh, Farbe fehlt. Null. Farbe und Gewürze 13. Da können wir tatsächlich mal einkaufen bis
50 hatte ich gerade gedacht, aber wir machen ruhig bis 100. Mit den Einnahmen, das verrechnet sich richtig gut. Was ist da los? Nur 84%, was fehlt denn? 159 Arbeiter fehlen. Das Spiel ist gespeichert. Okay. Brauchen wir mehr Wohnungen? Kleine Kirche. Häuser hier an der Landstraße. Bau ein Quarzbruch mit 240.000. Warum eigentlich nicht? Aber Quarz hatte ich nämlich auch nicht so viel. Obwohl doch, kommt langsam, ne? 224. Glas. Glasschmelze. Quarzbruch. Kalkstein war hier. So, okay. Ist jetzt die Frage, ne? Quer- oder Hochformat? Prozent nur, ja, aber das mache ich. Okay, Wasser. Läuft auch. Klasse. Gut, 5 Minuten noch für 700 Ziegel. Ja, einkaufen will ich den Kram jetzt auch nicht. Komm, schmeiß weg. Kommen auch irgendwann wieder andere Aufgaben. Prozent, 33%, ne? Weil Leute fehlen. Fehlen 126 Arbeiter. Oha, die sind ja arbeitslos, ne? Wir haben ja echt nicht wenig Arbeitslose. Da ist Vollbeschäftigung. Keine Arbeitslosen. Aber hier hinten auf dem Dorf haben wir einiges an Arbeitslosen. So, da kommt Gold später rein. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, die Stadt. Ein kleines Büro. Kleines Büro.
Wie zufrieden sind die da? Ja, Einkaufsmöglichkeit 50%. Die haben irgendwie nur zwei Supermärkte da auf der Ecke. So, und hier sind keine Arbeitslosen. Da sind jetzt 130%. Die haben dann wahrscheinlich einen recht langen Arbeitsweg darunter, ne? Naja. Davon noch irgendwas. Was ist das hier? Spiel gespeichert. Noch ein Rathaus? Großes Rathaus. Ich kann noch ein kleines bauen. Noch zusätzlich. Das wäre natürlich hier eigentlich schon ganz geil. Im Dorf dann irgendwie im Inneren. Wieso Kollision? 2-4. Kollision mit Wohngebiet wahrscheinlich. Spielplatz, Spielplatz, Grundschule, Polizeiwache, ach so. Mehrfamilienhäuser. Da kommt dann noch ein Rathaus rein. $20 Millionen zusammengespart. Kleines lokales Lager. Reichweite Kapazität plus 40. Mittelgroßes Lager. 3x2 Kapazität plus 100. Großes lokales Lager plus 200. Aber ich habe doch hier an Lagern schon das da. Kleines Lagerhaus. 40, 120. Ach so, erhöht die Lagerkapazität von Betrieben in der Nähe um 20. Lager benötigt keinen Straßenzugang und können auch in Farmgeländen gebaut werden. Ach so. Sowas ist das. Ich kann dann nochmal die Lagerkapazität erhöhen, ne? Ich mache hier mal so mittelgroßes. Lokales Lager Reinhold. Werkzeugschmiede, guck mal, ist bei 49 ist das Lager voll, ne? Und jetzt ist bei 50 das Lager noch nicht voll. Okay, das ist geil. Lagerkapazität. Mittelgroßes Lager. Jetzt müsste ich eigentlich regelmäßig da machen, wo die Lager dann auch voll sind, ne? Hier so eine Scheune irgendwo hinsetzt. Wo noch? Wo ist denn das Lagersymbol hier? Dass sie voll sind. Ich glaube, das habe ich gar nicht wirklich. Oh, was ist das hier? Da habe ich das. Guck mal, hier muss auf jeden Fall ein Lager hin. Da können wir auch ein großes nehmen. Ja, okay, liegt daran, dass das Werkzeuglager auch allgemein voll ist. Okay, dann gucken wir da noch mal rein. Was wird denn verkauft? Hopfen, Bier, Rinder, Möbel, Wolle. Guck mal hier, Wolle, ne? Das ist sowieso am Fallen. Werkzeuge auf 60. Papier. Möbel auf 600 runter. Papier könnten wir verkaufen. Oh, hier Stahlbeton fliegt raus. Da geht jetzt Papier rein. Lehm. Mal auch verkaufen tatsächlich.
Statt Lehm verkaufen wir noch Beton. Ja. Okay, so ist erstmal super. Würde ich auch sagen, mache ich hier nochmal eine kleine Pause. Oh, guck mal, Eisen. Eisen holt mir komplett ab hier. Das Spiel ist gespeichert. Rathaus, Stadtbudget, Subvention. Eisen, 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 Eisen. Wo ist Eisen? Eisenerz. Das Eisen. Mach mal ruhig auf 100% hoch. Brauchen wir jetzt viel von. Gut, Werkzeuge werden gleich verkauft. Dann haben wir hier auch kein Problem mehr mit dem Lager. Der Raumhafen. Baustelle. Oh, guck mal. Schick. Und das Ding kommt hier unten in die Ecke. Ich würde gerne wissen, wie rum das Ding hingestellt wird. Ja, so geht er an die Straße. Die müssen wir dann noch ein bisschen Straße. Ja, schade, dass er die komplette wegnimmt. Ist ein bisschen doof. Okay, da kommt in der nächsten Folge der Raumhafen rein. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.